Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation der Babyboomer. Heute mit einer Lektüre des Kapitels 4, wieder mit dem Lavaliermikrofon. Und das möchte ich jetzt lesen. Kapitel 4 ist überschrieben mit lebenslanges Lernen als bildungspolitisches Programm. Der öffentliche Diskurs zum lebenslangen Lernen findet vor allem im Rahmen der Bildungspolitik statt. Dabei kommt den Veröffentlichungen der UNESCO, der OECD und der EU eine besondere Bedeutung zu. Aus diesem Grund soll an dieser Stelle die Diskussion um das lebenslange Lernen, wie es im Kontext bildungspolitischer Überlegungen geführt wird, vorgestellt werden. Jetzt kommt Kapitel 4.1, die Hinwendung zum lebenslangen Lernen. Bildungskrise als Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt der öffentlichen Diskussion um das lebenslange Lernen bildet die Diagnose einer weltweiten Bildungskrise Ende der 1960er Jahre, wie sie in Deutschland etwa von Picht unter dem Stichwort Bildungskatastrophe beschrieben wurde. Problematisiert wird dabei ein veraltetes, starr strukturiertes, an althergebrachten Zielen festhaltendes Institutionen fixiertes Bildungssystem, das ein inflexibles Wissen produziert, welches den komplexen Anforderungen einer dynamischen Lebenswelt nicht angepasst ist. Gerlach 2000, Seite 160. Gefordert wird eine Neugestaltung pädagogischer Institutionen und Prozesse, in der die einzelnen Bildungsbereiche von der vorschulischen Einerziehung über die Pflichtschule, die weiterführende Schule, Berufsausbildung sowie Erwachsenen- und Weiterbildung aufeinander bezogen sind. Diese Erneuerung wird in den 1970er Jahren unter dem Stichwort lebenslanges Lernen diskutiert. Die Argumentation basiert dabei auf einer funktionalen Perspektive. Lebenslanges Lernen wird als Antwort auf eine spezifische gesellschaftliche Situation gedeutet und der Bildungspolitik kommt die Aufgabe zu, auf Probleme und mögliche Lösungen hinzuweisen. Etablierung einer Lerngesellschaft. So bestand beispielsweise der Auftrag der 1971 eingesetzten Erziehungskonferenz der UNESCO darin, eine kritische Bilanz der Erziehungssituation weltweit zu ziehen und politische Leitlinien und Prioritäten für eine Strukturreform zu finden. In der Bearbeitung dieser Aufgabe entwickelte der Bericht eine Argumentation, die in der das lebenslange Lernen zum einen als Antwort auf als Antwort auf den wissenschaftlichen und technologischen Wandel auf den technologischen Wandel gefordert wird. Ein zweites Argument
welches die Notwendigkeit einer Bildungsreform begründet, ist der Hinweis auf die zunehmende Bildungsungleichheit zwischen den Staaten wie auch zwischen den Bevölkerungsgruppen. Diese Situation berge die Gefahr, dass die Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben erschwert wird. Die Möglichkeit der Teilhabe aller Menschen wird dabei nicht nur aus dem Recht jedes Menschen abgeleitet, an der Gestaltung seiner Zukunft teilzunehmen, vergleiche VRE seit 1973. Die Grundlage für die Teilhabe aller basiert vielmehr auf der Teilhabe an Technologie und an gesellschaftlicher Entscheidung, also an der Möglichkeit der Demokratie. Diese wiederum setzt den Ausbau institutionalisierter Bildungsangebote für alle Menschen in allen Lebensphasen voraus, erfordere aber auch die Einbeziehung neuer Lernorte. So verweist der Report beispielsweise auf den Betrieb als Erzieher. So verweist der Report beispielsweise auf den Betrieb als Erzieher. Ebenso. Auch fordert er die Aufhebung der Trennung zwischen Schule und Lebenswirklichkeit. Damit plädiert er einerseits für eine Ausweitung der pädagogisch organisierten Lernangebote, andererseits stellt er aber auch fest, dass sich nicht nur Pädagoginnen und Pädagogen, sondern alle Teile der Gesellschaft mit all ihren erzieherischen, sozialen und wirtschaftlichen Mitteln für die Ermöglichung von lebenslangen Lernprozessen einsetzen sollen. Dadurch sei die Grundlage für die Etablierung einer Lerngesellschaft geschaffen. Ökonomische Perspektive. Während die UNESCO die demokratische Entwicklung der internationalen Gemeinschaft im Blick hat, rückt mit dem OECD-Bericht von 1973 die wirtschaftliche Perspektive stärker in den Mittelpunkt. The broadly humanistic ideals that had inspired Fowler and his followers were replaced by what the government's left-wing critics call the new vocationalism. The new vocationalism. The OECD, Organisation für Economic Cooperation and Development, wurde 1960 als Nachfolgeorganisation der OPEC, der OECD, der Organisation for European Economic Cooperation, gegründet. Ihr Auftrag bestand darin, zu einer Ausweitung des Welthandels beizutragen und dadurch die Rahmenbedingungen zu schaffen, die den einzelnen Mitgliedstaaten zu Wirtschaftsentwicklung, Beschäftigung und hohem Lebensstandard verhelfen sollten. Dass sich die OECD mit bildungspolitischen Fragen befasst, mag auf den ersten Blick verwundern. Es lässt sich aber aus Artikel 2 der Gründungsurkunde erklären. Hier wird als ein Ziel der Förderung von Wissenschaft und Forschung, Technologie und beruflicher Bildung, Vocational Training, genannt. Die Entwicklung von Wissenschaft und der Ausbau der individuellen Bildung und der Bevölkerung, hier konkret bezogen auf die berufliche Bildung, erscheinen damit als wichtige Grundlagen für das wirtschaftliche Wachstum. Dieser Zusammenhang wird unter dem Stichwort Humankapital beschrieben. Für die OECD hat Bildung
eine doppelte Rolle. Zum einen trägt sie wesentlich zum wirtschaftlichen Wachstum bei, zum anderen ist sie ein wesentliches Instrument für die Erreichung des Ziels Wirtschaftswachstums. Das Konzept des Rescuant Education. Ausgangspunkt der Überlegungen der OECD ist wiederum die Diagnose neuer Anforderungen der Wissensgesellschaft und die Notwendigkeit der Menschen auf ihre zukünftige Rolle in der Gesellschaft vorzubereiten. Dies könne aber nicht durch eine zeitliche Ausdehnung der individuellen Ausbildungszeiten geschehen, da auch die zu lange Ausgrenzung der jüngeren Generation aus dem gesellschaftlichen Arbeitsleben die gesellschaftliche Integration und Erneuerung gefährdet sei. Als Alternative präsentiert die OECD das Konzept der Recurrent Education. Es sieht vor, dass die Lernenden im Anschluss an die Erstausbildung in gewissen zeitlichen Abständen zu Veranstaltungen organisierten Lernens zurückkehren. Derartige Bildungsangebote, die von den Menschen in Intervallen besucht werden können, ermöglichen so die Idee eine Verkürzung der Erstausbildung und gleichzeitig ein den je konkreten Bedingungen flexibel anpassbares Bildungsangebot. Die Verantwortung für die Teilhabe an solchen Lernangeboten und damit für das Gelingen des lebenslangen Lernens wird dabei den Individuen selber zugeschrieben. Mit dieser Akzentuierung der individuellen Selbstverantwortung wird einerseits ein Aspekt des Lernens und der Bildung genannt, der in der bildungsphilosophischen Tradition unter dem Stichwort der Selbsttätigkeit des Subjekts thematisiert wurde. Andererseits aber manifestiert sich hier auch die Individualisierung gesellschaftlicher Risiken, da eine Verlagerung des Blickwinkels vom Lernen auf den Lerner stattfindet. Dies hat Konsequenzen. Zitat: Ein System lebenslangen Lernens hat nur wenig Raum für vorgeschriebene, rigide Strukturen, für sequentielle Curricula oder Programme für jeden Lerner im gleichen Alter. In einem solchen System ist es vielmehr vom Lerner selbst abhängig, was er oder sie jeweils jenseits der Grundbildungsjahre zu Hause und in der Schule lernt und wann, wo und wie er oder sie lernt. Lebenslanges Lernen wird damit zu einem Menü à la carte anstelle einer Standardmahlzeit mit einem oder mehreren festgelegten Gängen. Damit hat aber auch die Einzelne nicht nur eine große Wahlmöglichkeit, sondern auch mehr Verantwortung dafür, die Initiative zu ergreifen und unter den verschiedenen Möglichkeiten, die ihm offen stehen, eine oft schwierige Wahl zu treffen. Ende Kapitel 4.1